Stellt euch mal hin, hier so. Was mit dem Rest? Was mit den Anzügen jetzt? Ja, brauchen wir Anzüge? Wir sehen auch so cool aus. So, Toku, du verdammtes kleines Dreckschwein, was habe ich gehört durch meine verkackten Scheißspitze? In die Fresse aus, dein scheiß Boden. Steh auf, Mann. Ich will alles wissen. Alles! Hab das nur für uns gemacht, glaub mir. Ich will alles, bis ins kleinste Detail. Und du hältst jetzt die Klappe. Ja, ich sag nix. Ich hab den Cops alle Namen gesagt. Warum? Damit wir einen Neuanfang starten können. Damit die im Trüben fischen. Kackter Lügner. Es ist die Wahrheit. Wir waren wie Brüder. Ich hatte hier... Oh. Alles Mexikaner, ich hab dir gleich gesagt, wir können dir nicht vertrauen. Das wurde alles zu heiß. Ich weiß ganz genau, dass das FBI uns auf dem Fersen ist. Ich musste irgendwas machen. Und so können wir einen neuen Anfang starten. Die müssen wir halt gucken. Ich hab dir gesagt, wir sollen keine Mexikaner ins Team nehmen. Aber nein! Ja, was isst du? Oh, jetzt. Sorry, Alter. Ja, irgendwas. Oh, irgendwas mal mit meinem Scheiß. Ah, so, jetzt verstehe ich wieder was. Als Mexikaner! So, was ist passiert jetzt hier? Ich hab nichts mitbekommen. Tut mir leid, bin irgendwie kurz ohnmächtig geworden wahrscheinlich. Hallo? Ah! Oh. Kopfschmerzen so langsam, verdammt! Doch, scheißegal! Ja, jetzt erzähl, was ist passiert? Du hast uns verpfiffen, das war das Letzte, was ich verstanden habe. Warum? Ich weiß ganz genau, dass das FBI uns am Arsch ist. Und so können wir halt einen Neuanfang starten. Mit neuen Namen. Aha. Was sagt denn deine Frau dazu? Ich wusste davon nix. Warte, ich prüfe mal, was sie sagt. Au! Sie wusste von meinem Vorhaben nichts. Warum tust du uns das nicht sagen? Warum? Ich wollte euch das ja sagen. Ich müsste dich normalerweise sofort erschießen. Darf ich noch... Ich weiß das ja, aber... Ich muss da handeln. Und ich dachte, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Was ist passiert? Ich wollte braune Haut retten. Was ist passiert? Ich will's nochmal wissen. Erzähl's mir. Ich will's aus deinem Mund wissen. Ins Detail. Ich setz dich hin. Erzähl's mir. Ja, Leute, ich glaube, ihr kennt die, ne? Du sollst dich hinsetzen! Ihr wisst, wer das ist. Jetzt langsamer! Honey, setz dich hin. Ich glaube, es ist Zeit. Ja, es ist wirklich Zeit. Oh ja. Wir haben euch in die Familie aufgenommen. Darf ich, Chef? Gleich kannst du. So, Tuko, ich will alles von vornherein wissen. Wie ist es passiert? Wie ist es dazu gekommen? Mach's Maul auf, verdammt! Ja, ich war bei mir am Haus und auf einmal waren da irgendwelche Typen, mit denen ein bisschen geredet und da hab ich mich verplappert. Dass ich ein Clown bin und dann, ehe ich mich umsehen konnte, hatte ich schon die Waffen vorm Gesicht. Dann haben die mich mitgenommen nach Lakeside zum Polizeirevier, haben mich da ausgeliefert. Und dann? Dann hat der Chief Fischer mit mir geredet. Ich wollte erst nichts sagen, wirklich nicht. Aber dann, die haben unsere Häuser durchsucht, die haben so viele Drogen gefunden. Es wurde mir alles zu heiß. Die wussten irgendwelche Namen von uns. Irgendwer, keine Ahnung.
muss vorher schon was rausbekommen haben. Keine Ahnung. Mir wurde das einfach zu heiß. Dann habe ich mit denen einen Deal gemacht, dass meine Frau und ich, dass wir da rauskommen aus der Lage. Habe alle Namen genannt, dass wir halt einen Neuanfang starten können. Du mit deiner Frau? Nein, wir. Wir? Ja, sicher. Bardi, halt ihn fest, Rocky, schneid den Finger ab, los. Was? Schneid den verkackten Finger ab. Endlich. Welche Seite? Wer damit? Der Hand. Das könnt ihr nicht machen, Jungs. Ja. Halt die Fresse! Das ist mein Messer. Verdammte Scheiße, das könnt ihr echt nicht machen. Hinsetzen. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen? Den Daumen. Nimm den Daumen. Daumen. Oh. Oh, der Befriedigung. Ihr Schweine! Was gegen die Schmerzen? Okay, super. Das passiert, das ist seins. Wollen wir gleich bei der Frau weitermachen? Nein. 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 Auch nicht. Kannst du mich hören oder ist der Verstand auf und weg? Ihr Schweine. Lass sie in Ruhe. Sie wusste nichts davon, Mann. Sie hast du aber eingeweiht. Du sollst dich hinsetzen. Eingeweiht? Das nennt man eingeweiht. Ich möchte gern von dir eine Story hören, wie er es dir erzählt hat. Hinsetzen. Setz dich hin, verdammt. So, erzähl. Naja, ich war unterwegs, hab ein bisschen eine Tour gemacht und bin dann zu meinem Haus gelaufen und dann habe ich eine Nachricht gekriegt von der Polizei, dass mein Mann Polizei-HQ ist und ich mich dort melden soll. Und auf einmal stand die Polizei vor meiner Tür. Ich habe aufgemacht und dann haben sie mein Haus durchsucht und haben da sehr viel Drogen drin gefunden, haben mich verhaftet. Und dann sind wir ans Polizei-HQ gefahren in Lakeside und da stand mein Mann und ich wusste von nichts. Und ja, dann haben sie ihn ausgedrückt, ausgequetscht. Und er hat die Namen verraten. So ein Weichei hast du geheiratet. Das ist traurig. Das ist verdammt traurig. Tuku, du weißt, was das bedeutet. Du hast dein Eid abgeschlossen bei den Clouds. Das weißt du. Ich hab dir eine Frage gestellt. Oh, da soll man aufhören mit den Schlägen, verdammt. Du hast dein Eid abgeschlossen. Das weißt du. Und du weißt, was passiert, wenn man diesen bricht. Wenn man einen Clown verrät. Und glaubst du, ich werde dir noch ein Auge zudrücken? Ich hatte doch einen Plan. Ich scheiße auf deinen Plan. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss und ich hab die Pläne. Wir haben gestern 1 Million gemacht, verdammte Scheiße. 1 Million. Und du hast ein bisschen was von den Kuchen abkriegen können, aber so hast du dich selber in die Scheiße reingeritten. Herr Salamanca. Ja. Kennst du diesen Satz? Hiermit sind sie vorläufig festgenommen. Kennst du den Satz? Zu Genüge. Das Gute ist, es war das letzte Mal, dass du das gehört hast. Und da wir ja so nette Leute sind, werden wir deine Frau gleich mitnehmen. Wir das gleiche Schicksal haben wie du. Aber sie hatte damit echt nichts zu tun. Halt die Fresse, Mexikaner! Oh nee. Ja. Du hast 2 Möglichkeiten. Ich hab keine 2 Möglichkeiten. Wenn ich jetzt überstimmt werde, dann hast du ein Problem. Überstimmt. Du brauchst gar nicht diskutieren. Wie gesagt, ich kann nur so viel sagen. Ich war erstens nicht eingeweiht. Aber ich weiß, dass euch die Scheiße bis zum Hals steht. Ja, bis ich weiß. Zum Hals. Mittlerweile weiß ich auch, dass ein Kopf gilt. Wenn mein Mann, ich glaube, nicht verraten hätte,
Dann hätten die uns irgendwann tot gefoltert. Ja. Und die hätten so oder so die Namen von euch allen rausgekriegt. Und dann wärt ihr richtig am Arsch gewesen. Also ich kann nur sagen, Neuanfang mit neuen Identitäten wäre genau das, was wir jetzt eigentlich tun müssten, um da aus der Sache wieder rauszukommen. Dann tappen die Cops voll im Dunkeln. Die tappen. Die werden im Dunkeln tappen, weil sie jetzt die Namen haben. Aber neue Identitäten auf die falsche Spur locken. Wie einfach kommen wir an neue Identitäten ran? Weiß es nicht, aber da lässt sich sicherlich was machen. Das ist schlecht. Du hättest jetzt sagen müssen, du weißt es. Da lässt sich sicher was machen. Vielleicht habe ich gute Kontakte. Vielleicht. Also die ich spielen lassen könnte. Vielleicht ist ein freundliches Nein. Ich habe Psychologie studiert. Egal, also, was ich sagt. Mit Gehirn, mit Gefangen, ganz einfach. Rocky, du bist Mitgründer der Clowns. Ja, bitte. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Neue Identitäten? Hinsetzen! Ja, ist ja schon gut. Neue Identitäten. Aber allein. Ich würde auch sagen, allein. Oh. Ah! Ich brauch mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mir was überlegen. Muss dir gar nichts überlegen. Allein? Neue Identitäten? Eben. Wir wären niemals bei euch reingekommen. Wir sind viel schlauer als die Polizisten. 2 Stunden gestern verhört und die wussten trotzdem nicht, dass wir was damit zu tun hatten. Und jetzt stehen wir da. Nur wegen dem Mexikaner. Die wussten das. Die wussten das nicht. Die wussten gar nichts. Die mussten uns laufen lassen, weil sie uns nichts beweisen können. Und jetzt stehen wir da mit unserem Talent. Weil du so einen Feigling geheiratet hast. Mann. Naja, das Ding ist, dass sämtliche Personen nach euch suchen. Nicht nur die Cops, nicht nur Zivilisten, die ganzen Rebellen. Wir sind allein nur unterwegs, um die Clowns zu suchen. Das ist... Und? Hat uns jemand gefunden bisher? Nein. Na, aber man kann sich nicht die ganze Zeit verstecken. Moggy! Finger! Finger! Nein, kein Finger. Au! Lass dir auch aussuchen, welchen du nimmst. Bitte nicht mein Finger. Brauchst du nicht mehr da, wo du hingehst. Wir haben das getan, um euch den Arsch zu retten. Ich komme runter. Oder mein Mann hat das getan, um euch den Arsch zu retten. Komm mal runter, bitte. Ich war auch nicht begeistert. Au! Halt her! Lass ihn in Ruhe, verdammt! Du hältst die Fresse! Ich war auch nicht darüber sehr erfreut, als er das gesagt hat. Hast du jetzt einen Finger abgeschnitten? Nein. Ist aber nicht so weichei wie ihr Mann. Ja, mein Problem, Männer. Was haben wir für ein Problem? Die Personen sind noch nicht im Dienst. Ja, dann müssen wir halt den Höchsten nehmen, der da ist. Ganz einfach, der muss es halt weiterleiten. Das Problem ist, dass die mir bisher nach 3 Polizeinachrichten nicht geantwortet haben. Nein. Du kannst ja gerne Hanni ein Telefon geben. Sie kann ja gerne mal da anrufen, wenn sie möchte. Als Frauenstimme vielleicht klappt das ja besser. Meinst du, die Reichweite geht bis dahin? Eigentlich nicht. Bis wohin? Bin ich gar nichts an. Damit sie mal vielleicht eventuell... Sie haben ja guten Draht jetzt zur Polizei, ja? Damit sie hier mal einen Jack Daniels oder einen Zoe Jackson hier an Laden kriegen. Mhm.
Ach, ist doch scheiße. Ich habe keinen guten Draht zur Polizei. Ja, aber ihr Mann. Mittlerweile. Herr Benson, wir können ja nun unseren Namen hier nennen, ist ja nun völlig Banane. Ja. Was hast du denen denn Bescheid gesagt? Hast du sonst was? Ich habe denen geschrieben, dass vom Polizei-Akku ein Fahrzeug steht mit zwei Funkgeräten. Und dass es aufgeteilt wird. Und am besten an den Jack Daniels, habe ich gesagt. Ansonsten den höchstrangigen. Hast du den Clowns erwähnt? Ja, klar. Mit Freundin grüßen die Clowns, habe ich geschrieben. Ja. Und dann hatte ich nochmal geschrieben und dann hatte ich, glaube ich, nochmal geschrieben. Das ist jetzt blöd. Das ist aber richtig blöd, weil jetzt stehen wir hier. Ja, vor allen Dingen, weil die so Jackson da ständig Probleme hat. Sonst würde es funktionieren. Jetzt ist er im Laden, zumindest laut mein Tablet. Jetzt ist er wieder weg. Also sie hat wahrscheinlich Probleme mit ihren Internetmuskel. Wie auch immer. Ach. Tuko. Als es schön war, noch mal kurz für zwischendurch ein. Oh. Mann. Mann, jetzt stehen wir hier. Auf ihn niederzuschlagen, das ist meine Aufgabe. Nein. Ich bin der Psycho von uns beiden, du Eierkopf. Setz hin. War der beste Plan, den wir je hatten. Und ihr versteht es einfach Plan, nicht. Ich erzähl dir den Plan hier. Ach du Scheiße. Wo ist der Aufwachmuskel? Du musst mal ein bisschen lauter reden. Hast du den Aufwachmuskel? Ja. Voll? Bist du hier aufgewacht? Ja. Yeah. Zufällig gerade gesagt, dass Fräulein Jackson im Dienst ist. Ah. Sehr gut, ich schreib ihr. Gucken wir, habe ich die Telefonnummer noch von ihr? Du sollst dich hinsetzen! Was sagt denn unser Eid-Mexikaner? Was machen wir mit Verrätern? Macht, was ihr wollt. Ich hab dich was gefragt. Macht, was ihr wollt. Falsche Antwort. Dann gehen wir jetzt nochmal zu deiner Frau. Aus Salamanca. Sie wurden ja also halbwegs aufgenommen bei uns. Was sagt denn der Eid? Verrat ist gleich tot. So, Tuko, du weißt, was Sache ist, ne? Hatte keine Gedanken, die Kopfschmerzen hören näher auf. Wenigstens, wenn du tot bist. User was moved out of your channel. Ich glaube, das wäre Zeit für den zweiten Finger, oder? Wir brauchen sie noch. Bleib ganz ruhig. Wenn eine Hand fehlt, dann fehlt halt eine Hand. Der wird nicht sterben davon. Man weiß es nie, ne? Das ist ja das Problem. So, ich habe der Frau Jackson jetzt geschrieben. Gucken, ob alles klappt. Ja, die Reichweite wird nicht reichen, ne? Das ist dir hoffentlich bewusst. Die Reichweite. Wenn ich schreibe mit meinem Handy, mit meinem Ultra-Handy. Von den Atomgeräten nachher. Ja, das ist schon klar. Und der braucht auch eine offene Nase. Alter, ich glaub, merkt das richtig. Weiß, wer der Ältere ist hier, ne? Also benimm dich gefälligst. Mal diese Bruderliebe. Du weißt aber, dass ich erst Selbstverteidigung beherrsche, ja? Du beherrschst gar nichts.
Ach, fangen wir jetzt so auch noch an. Bist du auch noch ein Verräter, wie der andere. So schnell geht das halt. Mach mich los! So, schlägst mir nicht noch auf die Schnauze. Verstanden? Mach mich los! Oder ich rufe deine Mutter an. Lass Mutter raus. Ja? So, wir warten jetzt auf Frau Jacksons Antwort. Danach wird sich der Plan jetzt hier entscheiden. Was wir jetzt demnächst jetzt machen werden. Zum Essen, Trinken. Frau Salamanca. Hab nix. Brauchst du was? Ja, bitte. Ich kann mir aber auch was kaufen. Na. Wer weiß, was sie sich dann kaufen aus diesem günstigen Shop hier. Wie fanden Sie eigentlich unseren Überfall gestern? Genial. Alles durchplant, alles durchdacht. Gut, ne? Hier. Verräter, was bei dir mit Essen und Trinken? Super. Gut. Hast du deine Tabletten heute noch nicht genommen? Nein, heute erst gar nicht. Ich werde sie heute auch nicht mehr nehmen. Da werde ich immer so etwas wild. Mal, was ist denn mit der jetzt nun? Sie sieht noch einen Finger. Alter, egal, mach was er wollt. Oder Rocky, was sagst du dazu? Macht, was er wollt. Rocky, komm, Finger von dem Mexikaner. Beide Alter. Zwei. Meine Frage hier. Kann man Polizisten privat schreiben? Kann also, man. Oh Mann. Ach. Rocky! Finger! 3, 3, 4, wie viel du möchtest, mir egal. Kannst du den ganzen Fuß nehmen. Warte, ich hol extra mal ein anderes Messer. Das geht nicht. Das geht nicht? Du hast die Hand dahin gegeben! Ah. Sie hat mir geschrieben. Anni, jetzt setz dich doch endlich mal auf dein Hintern. Warum habt ihr Angst? Ich lauf davon. Meine Kugeln sind schneller. So schnell kannst du gar nicht laufen. Also, ich würde aber gerne stehen. Hinsetzen. Danke. Und du sollst dich auch hinsetzen, Mexikaner. Du verblutest schon nicht, wenn du sitzt. Weißt du doch nicht. Was? Mann, in was für eine Scheiße hast du dich da reingeritten? Er war schuld. Wenn man uns verrät, ne? So. Habt ihr Finger abgeschnitten? Mehrere. Aber da musst du Rocky fragen. Ist ja die nach Essen gegangen, oder was? Weiß ich nicht. Ja, scheint wohl so. Hinsetzen! Bonny, wie kostbar ist dein Leben? Für dich? Wie kostbar ist dir sein Leben? Sehr kostbar. Tuko. Genau andersrum die Frage. Wie kostbar ist dir ihr Leben? Gott ist dafür noch nicht erfunden worden. Schön, dass das scheißegal ist. Genau sieht es nämlich aus. Mir ist es nämlich scheißegal. Wer ein Eid bricht, muss auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Und den Eid hat mein Mann gebrochen. Ganz genau. Und er hat seine ganze Familie mit reingezogen. Das ist das Traurige. Warst du pinkeln oder hast du den Finger aufgegessen? Was stöhnst du? Bitte? Nix. Lassen wir das. Okay, was hast du mit dem Finger gemacht? Eingebuddelt für später. Aber... Du sollst normal reden.
Egal was ihr jetzt tut, ihr braucht trotzdem neue Identitäten. Ja. Aber das wird nicht dein Problem sein, denn die neue Identität, die haben wir ab morgen. Mhm. Los. Wir sind ja vorbereitet. Wir sind ja keine Nichtskönner, wir sind Profis. Meinst du, das ist das erste Mal, dass wir unsere Identität wechseln? Er hieß früher mal Manuel. Die Fresse. Ja, Herr Detlef? Ja. Manuel Neuer? Nicht ganz. Hast du gerade gesagt? Richtig gehört. Oh. Kackvogel. Ein Kackvogel? Oh. Mann, wenn ich aus der Hölle wieder auferstehe und ich weiß, ich komme in die Hölle, dann mache ich euch alle kalt, ihr Pisser. Hat er gerade gesagt? Hast du schon richtig gehört? Nein, wir brauchen ihn noch. Hey. Chris. Hör auf. Ja, ihm hat es schon immer in den Fingern gejuckt. Ja, ich weiß. Aber ich würde es nicht provozieren. Denn irgendwann kann ich nicht mehr aufhalten. Setz dich hin. Oh, ich geh mal kurz hier pollern am Rand. Ja. Honey, honey, honey. Du warst eigentlich gut. Ross, beziehungsweise dich. Eigentlich dein Kosename ist ja Simone. Das ist eigentlich auch sehr schade. Ich habe nichts verraten. Ich weiß, aber ich kann mir einfach keine Fehler und keine Lücken mehr leisten. Ich hätte nie gedacht, dass Tuku uns verrät. Hätte ich nie im Leben, ja, dran gedacht. Aber wahrscheinlich geht ihm seine Familie sehr ans Herz. Deswegen habe ich keine Frau. Ich auch nicht. Ich hätte alles auf mich genommen, komplette Strafe. Tja. Aber ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich weiß. Er hat einfach nicht nachgedacht. Ohne einen Plan. Neue Identitäten, das kann ja jeder machen. Aber hier in Lakeside ist gar nicht so einfach, die zu bekommen. Da muss man schon ein paar Kontakte spielen lassen. Und, tja, ich sag mal, einen gewissen Plan auf den Tisch legen, dass das auch funktioniert. Denn es gibt ja ein gewisses Staatsregelwerk, was das eigentlich nicht so einfach macht. Man muss das halt dann doch schon irgendwie außerhalb machen. Von diesem Staatsregelwerk. So nenne ich das einfach mal. Wissen Sie? Ich weiß. Weil es gibt ja dieses registrierte Bürgerbuch da. Ja, also nicht den Bürger, den man essen kann. Und das komische Buch da. Internet, wo sich ja jeder Bürger da anmelden muss. Und da ist das recht schwierig. Ja? So, ich weiß. Und jetzt mal eine Frage an dich. Was würdest du an deiner Stelle machen? An meiner Stelle? Keine Zeugen hinterlassen. Wie wahrscheinlich ist, dass ich das mache? Zum momentanen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und das sind die beiden Personen, die komplett ausgesagt haben. Das heißt, die Polizei könnte immer wieder auf diese zwei Personen zurückgreifen und eventuell nochmal nach Infos fragen. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen, das Stream. Das heißt, es funktioniert nicht, dass wir einen Herr Salamanca, eine neue Identität oder freilassen oder laufen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er uns wieder verrät oder wiedererkennt, ist sehr groß. Denn wir haben viel durchgemacht. Lass uns sie einfach umlegen, hier und jetzt. Dann sind wir durch. Nein. Wir haben Zeit. Du weißt, wie es ist. Umso mehr Zeit wir investieren, umso mehr erreichen wir. Schnell, kurz, hat bis jetzt noch nie wirklich funktioniert. Es muss alles gut durchdacht sein. Ist durchdacht, einfach verbuddeln hier und fertig. Ja. Naja, aber... Matuko! Gerne siehst du deine Frau leiden.
Nicht gerne. Hätte das hier nicht gefallen? Au. Ich hab Kopfschmerzen, hören Sie doch damit auf jetzt. Nein, nicht wirklich. Wie gesagt, die scheiß Mexikaner, aber nee! So, es wird langsam dunkel, wir müssen auch bald los. Ihr beide werdet jetzt hier gleich an den Heli gehen und werdet euch erstmal eine schöne Maske aufsetzen. Das klingt schon mal nach einem Plan. Also zügig und kein Blödsinn machen. Los, Chris. Chris, das ist Tuco, ist das. Tuco ja, Salamanca, genau. Verräter. Ja, der liegt hier draußen ein bisschen verkehrt, ne? Wer weiß, vielleicht können wir damit ja noch was anfangen. Warum? Warum ist die Banane krumm? Na. Der Fallschirm kann aber gleich hier auf den Boden geschmissen werden, Madame. Ja? Hugo, willst du nicht deine Weste noch da lassen? Nee, ich häng an der. Legst du jetzt bitte in den Heli? Oder muss ich erst das mit Nachdruck? Was machen die Clowns mit Verrätern? Die machen? Wir reden gerne. Also entweder sie steigen freiwillig ein oder werden sie fesseln. Ganz einfach. Einsteigen? Schön hier beide auf die Seitenbank rauf. Nicht reinsetzen. Die Seitenbank reicht völlig aus. Ja. Zumindest können Sie jetzt schon mal zumindest Händchen halten. Und wenn ich das gar nicht möchte? Ist nicht unser Problem. Wir können auch noch mehr Finger abschneiden, dann kann er gar nichts mehr halten. Sie haben gesagt, dass das Leben Ihres Mannes sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt wollen Sie nicht mal die Finger halten? Oder beziehungsweise die restlichen drei Finger oder Händchen halten? Sein Leben ist mir sehr wichtig, aber das, was er getan hat, damit habe ich nichts zu tun und bin nicht damit einverstanden. Und da hat er auch so seinen Anschiss bekommen. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch lange leben werde. Ich muss nochmal schreiben. Naja, ich vermute mal, dass wir jetzt sterben werden. Weil mein Mann, der Herr liebe Tuco, sie ja gestern verraten hat. Aber wie fliegt? Die Namen verraten hat. Du fliegst bitte richtig. Und dabei hat er nicht erwähnt, dass ich Richtung wo? Auch ein Clown bin. Ja, flieg. Okay. Gott. Ist was und zu tun. Kein Scheiß machen. So, einmal Heli starten. Jetzt schauen wir mal. Sitzen bleiben. Was passiert, ob wir das Vertrauen zurückkriegen? Oder ob wir, hätten vielleicht die Position sterben müssen? Einer links, einer rechts. Ist egal. Das müssen wir gleich.
Rocky! Fort! Was hast du getan? Haben Sie das Funkgerät gefunden? Nein, sie muss sich eins besorgen. Jetzt willst du nichts mehr sagen, ja? Auto. Ja, die ist aber Morrison Town. Mann. Mhm. Das ist doch scheiße mit Morrison Town, er sollte nach Lakeside fahren. Ja, ich weiß nicht, ich krieg ja nicht die Antwort. Weiß nicht, du hast deine Frau verraten, du hast deine Freunde verraten. Ich soll die Schnauze halten da drüben! Können doch genug reden, nachher! Schauen wir mal. Nämlich nicht, keine Ahnung. Ja, ich wechsle jetzt auf den speziellen Kanal, über den wir vorhin geredet haben, ja? Ja, sie hat noch kein Funkgerät und sie hat auch keine keine Zahlen bekommen von mir. Nein, mache ich nicht, weil ich versuche sie trotzdem noch davon zu überzeugen, weil eigentlich mit den Clowns beschäftigt ist aber weiter links, glaube ich, bei den Clowns zu bleiben, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ja, ich habe aber gesagt. Aber ja, Morrison Town habe ich gesagt. Ja, wir müssen das aber in Lakeside machen. Ja, dann machen wir Lakeside. Er sagt, sie soll mit Möchte ich nicht, nein. Sonder- und Wegerechten dahin fahren, ganz einfach. Ja, warte. Ich flieg noch eine Schleife. Ich weiß nicht, wie weit reichen die scheiß Funkgeräte? 3 Kilometer? Ja, ich glaube. Ja, Hanni, du bist doch hier so eine Technik-Freak-Expertin. Wie weit reichen die Funkgeräte? Die kleinen, kurzen? Ein, zwei Kilometer, auf jeden Fall. 3 Kilometer wird je nach Luftlinie knapp. Aber sollte möglich sein. Das Positive ist, wir haben ja Luftlinie. Dann soll das möglich sein, ja. Rat verhindert gewesen, neue Anweisung. Bitte? War gerade verhindert, neue Anweisung. Alter, man versteht den, ne? Immer über Funk sprechen, bitte. Gibt es neue Anweisungen, sonst fliege ich noch eine Schleife. Ich war gerade verhindert. Ja, flieg erstmal eine Schleife. Wie ist denn der Sprit? Und das Ding ist halt, die Clowns machen ungern Fehler und machen auch keine Fehler. Einzeln. Und sie hinterlassen keine Zeugen. Das heißt, mein Mann hat sie verraten. Flieg mal Richtung Morrison Town. Und ob ich das Kilometer jetzt drücken kann, dass wir trotzdem noch die Clowns sind, das bezweifle ich. Vor allem, weil nee, obwohl, ich bin wieder nach Lakeside. Bin zwischen Mann cool. Ich habe ja die Infos, ne? Durchgegeben. Und ich kann also mich natürlich nicht entscheiden. Hey, haha. Grüß dich. Ja, es ist eine scheiß Situation gerade. Aber mal schauen, was passiert. Ja, wir sind nur noch 2,5 Kilometer entfernt, ne? Irgendwann müssen wir auch mal hier nochmal kurz zwischenlanden, damit er mit dem Funk und so funktioniert. Was wir reisen. Nicht, dass die noch einen Heli starten, naja, oder sowas.
Ich weiß halt nicht, ob sie da ist. Eiji, flieg mal bitte zum HQ von Lakeside. Ich würde einfach sagen, da vorne ist eine freie Fläche, ja? Dass er da einfach erstmal landet. Ja, und dann? Damit du in Ruhe gleich mit ihr reden kannst. Sie hat noch nicht mal ein Funkgerät, ich habe noch nicht mal eine Antwort. Wir sind zu dicht an Lakeside, die hören uns. Mann. Also Pommes, jetzt nochmal, hörst du mich, ja? Ja. Tuko. Erstens A, wie sollen die uns hören? Zweitens Tuko. B, hatte ich gerade gesagt. Die Heli hören sie. Ist egal. Und zweitens, wie gesagt, habe ich keine Antwort für eine Zoe. Tuko. Soll er hier irgendwo versuchen zu landen, oder was? Ja. Naja, versuch mal hier irgendwo zu landen. Es wird doch gleich dunkel. Ja, das ist auch das Problem. Du hast kein Nachtsichtgerät auf, ne? Ich hab eins. Ich meine, zum, ja, ich bin das böse. Dingens und ich bin mir gerade schon überlegen, was ich reißen kann, damit ich das geht ja. Weiterhin bei den Clowns bleiben darf, weil eigentlich will ich da nicht weg. So, Rocky, ein bisschen nach rechts, da oben auf dem Berg landen wir. Dann haben wir auch freie Sicht, hier wollte ich gerade sagen, freien Funkverkehr. Mal sehen, was da noch passiert. Links ist eine schön freie Fläche. Wird aber nicht für den Funk reichen, das sind 2,5 Kilometer. Könnte gerade so reichen. Ja, wir gucken mal. Hinter dir ist ein Baum. Da ist ein Baum. Doch ein bisschen rechts da vorne, da ist eine gerade Fläche jetzt noch. Ja, aber das will ich ja auch nicht. Das ist ja das Blöde. Das ist alles scheiße gerade. Okay, ich habe eine Antwort bekommen. Ich soll mit dem Leitstell von den Sheriffs melden, um eine Genehmigung mit mir zu sprechen zu bekommen. Wer ist denn der Leitstell? Kann ich kurz meinen Rucksack aufziehen, Nachtsichtgerät rausholen? Nein. Das ist verboten. Ja. Dann wird's aber gleich so dunkel. Ja, ja, mach mal bitte. Ey, ja, nimm mal bitte deinen... Ja, das war gerade mein Rucksack. Da müssen Nachtsichtgerät, glaube ich, drin sein, meinem Rucksack. Wenn er noch drin ist. Ist nicht mehr drin. Ist nicht mehr drin, super. Da mein Mann, die ja gestern verraten hat... Ich wünschte mir, das wäre andersrum. Und jetzt ist halt... Ja, aber du hast dich halt mit den falschen Leuten angelegt. Die Frage, überleben oder nicht überleben. Sterben oder nicht sterben. Ja, ja. Rauskommen aus der Sache oder nicht rauskommen. Heiße gelaufen, würde ich sagen. Und müssen wir mal schauen, was da noch geht. Brasserhut-Gang gegangen. Ich glaube, du hättest besser hingepasst. Brasserhut. Für ein Ding? Oder der Gentleman? Er hat sich verraten, genau, ich wusste nichts davon. Ding? Jetzt stehen wir in der Scheiße. Wer sind die meistgesuchten in dieser Welt? Auf dieser Insel? Ah? Auf diesem Berg hast du vergessen. Tuko, lachst du etwa gerade? Mexikaner, wer sind die meistgesuchten? Du nicht. Was? Ich glaube, am meisten möchten sie euren Chef. Den Anführer, den wollen sie immer am meisten. Gleichberechtigt. Dann denkt ihr etwa, mein Bruder denkt sich alles alleine aus.
Nein, denke ich nicht. Aber das denken die Bullen. Ja, haben wohl falsch gedacht. Es schreit keiner. Nein, noch nicht indirekt. Ja, also ich war noch also kein vollständiges schon, Mitglied. Ja, also jetzt mal. Aber ein Terrorist muss um eine Genehmigung fragen. Weiß keiner. Damit er mit einer Frau Jackson sprechen darf. Ich wäre fast einer gewesen, ja. Aber dank meines Mannes bin ich das wahrscheinlich nicht mehr. Wir fliegen jetzt mal kurz rüber über das Lakeside. Oh nein. Mal sehen, was da passiert jetzt. Hugo, ja, ist weg. Können wir gleich abholen. Ich bräuchte ganz dringend ein Schmerzmedikament, sonst kippe ich wahrscheinlich demnächst hier um. Cent. Wollen wir das denn jetzt organisieren? Warte. Rebellen-Haku, 50.000. Ja. Lass mich mal fliegen, bitte. Eti. Wo, allein gestiegen? Also halbwegs. Ja, schreib mal bitte einer den Tuku, dass er bitte Rebellen-Haku spawnen soll. Ich muss einen Aufnahme-Break hier machen, Alter. Dick. Ja, das soll weglaufen, muss er sein. Eins oder zwei. Ach komm, ist gut, Alter. Alle raus, raus, raus. Scheiße. Auf. Alle raus, alle raus. Ah nein, hat jemand ein Jacket? In meinem Rucksack. Der aber nicht hier ist. In meinem Rucksack, der ist im... Nur ein Stück zur Seite. Ich will eigentlich nicht wieder neue... Ne, scheiße. Es läuft gerade voll. Ich wollte ihn erstmal nächstes Mal richtig hochfahren lassen. Dann klappt das auch. Ich verrate die Clowns nicht. Das hat mein Mann gemacht. Ich verrate keine Clowns. Ich hab nichts. Und da interessiert mich auch kein Kopfgeld. Mache ich nicht. Da gab es Disco, oder was? Ja. Also brauche ich nichts mehr zu verraten. Sie sind verraten. Alter, warte mal einen Moment. Ja. Echt jetzt nicht? Hier, er hat keinen Sprit mehr, weil er kaputt gegangen ist. Ich habe gerade nachgeguckt. Kannst du ruhig glauben. Oh, ich könnte mich selber umbringen gerade. ADAC. Kommt, glaube ich, nicht so gut, oder? Was? ADAC. ADAC ist neutral. ADAC darf sich in nichts einmischen. Ja, wir gehen ins Gebüsch. Sie bleibt hier stehen, wickelt das ab und wir kommen wieder. Ja, machen das. Einmal die Maske bitte ab, ins Dings legen. I love Mexicans. Ach, du ahnst es nicht. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, passt aber. Okay, Frau Salamanca, kümmern Sie sich drum? Ja. Ich hab mal jetzt hier gerufen. Wir beobachten Sie. Ja. Ah, oh, wieder warten. Wieder warten. Also warten. Vielleicht kriegen die Cops es ja bis dato hin. Jetzt mal so unter uns beiden. Mhm. Wie tief steck ich in der Scheiße? Ganz tief. Ganz tief. Also jetzt mal out of. Also die Clowns muss weitergeben, das ist klar. Bloß unter anderen, wir nennen es jetzt mal Identitäten.
Guck mal, wer kommt. Hallo. Das ist mir schon bewusst, Herr Chef. Oder ehemaliger Chef. Naja. Ist egal, wie du mich nennst. Ja, du steckst halt ziemlich tief in der Scheiße. Die Maske ab, bitte. Warum? Vielleicht der ADAC kommt? Ja, kann er doch. Was soll er machen? So, Leute. Seid ihr gefragt? Die schreiben auch nichts. Was, Alter, was soll ich machen? Kommt sie drauf, glaube ich, oder? Bei den Clowns bleiben, versuchen da richtig reinzukommen. Irgendwie versuchen, ihn zu überzeugen. Ja, oder die zu überzeugen. Oder mit meinem Mann verrecken. Und sterben. Aber wahrscheinlich lieber rum und suchen uns, bevor sie uns antworten. Das ja, wir brauchen ja. Sprit. Ich habe keinen Wechsel, wir brauchen Sprit. Mein Mann fallen lassen. Nochmal geschrieben. Ich hoffe, der ADAC kommt hierher. Oder ist er in der Lage? Aber ich weiß halt nicht, ob ich da wieder rauskomme, ne? Ob ich da wieder... Ob ich halt da reinkomme. Na gut, ich konnte ja nichts dafür sozusagen eigentlich, aber... Das Problem ist, man kann sich nirgendwo mehr bewegen. Es ist egal, wie wir es drehen, wie wir es machen, wie wir es tun. Es gibt nur einen Ausweg. Und das ist... Das ist... Zeugen zu beseitigen. Neue Identitäten. Und neues Recruiting. Naja, ich sag's mal so. Mein Mann hat euch verraten. Aber mich hat er nicht verraten. Er hat dich nicht verraten? Nein. Die Clowns, die Cops kennen nicht meinen Namen. Die wissen nicht, dass ich bei den Clowns bin. Okay. Die haben zwar einen Verdacht gehabt, aber er hat mich nicht verraten. Trotzdem sieht das nicht besser aus, denn für uns. Wieso? Warum? Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Und ich glaube, er hat das nur gemacht, um mir den Arsch zu retten. Und um euch den Arsch zu retten. Ja, gut, wir waren. Moment, wir wurden ja anderthalb Stunden verhört vom Jack Daniels und er hatte keine Beweise gegen uns. Gar nichts in der Hand. Tuko ist ein Weichei. Der hat Schiss gekriegt. Der hat richtig Schiss gekriegt. Warum hat er Schiss gekriegt? Weil er sich verplappert hat. Ach so, ja. Bei gewissen Leuten. Und bei gewissen Leuten sollte man sich nicht verplappern. Denn das kann übel enden. Und dann zog sich die Schlinge weiter zu. Dann haben sie seine Frau erwischt. Und dann hat er richtig Muffensausen gekriegt. Wie gesagt, dann wäre ich mit dran gewesen. Als Clown. Aber er hat meinen Namen nicht verraten. Muss man unseren anderen Kollegen fragen, der ist richtig angepisst. Dass er das verraten hat. Vielleicht wollte er austreten? Was? Aus den Clowns? Und euch noch... Austreten? Na...
mein Mann. Vielleicht wollte er das. Ich weiß es nicht, was er wollte. Ich war gestern stinksauer. Ich hätte ihn am liebsten direkt erschossen. Ich hatte leider keine Waffe dabei. Das muss Liebe sein. Sonst hätte ich es vielleicht getan. Aber dann ist da auch die andere Seite. Die Seite der Liebe. Toni, haben die sich eigentlich erstmal gemeldet? Nö, ne? Ja, doch, sie haben sich gemeldet. Die sind jetzt auf dem Weg zum Lakeside Haku, haben noch kein Zivilistenfunkgerät. Ja, aber da ist das in der ADAC. Aber wie gesagt, ich hätte niemals Verrat begangen. Und das habe ich auch bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht getan. Ja, aber leider müssen wir halt ein Exempel statuieren. Das ist einfach so. Müsst ihr das? Da müssen wir. Problem ist, wir wissen nicht ganz genau. Er hat uns gesagt, dass er alle Namen gesagt hat. Und so. Er hat meinen Namen nicht erwähnt. Die Cops, ja, ich sag's mal so, die Cops haben gesagt, dann müssen sie auch mich verdächtigen als Clown, weil ich dabei war beim Überfall. Da habe ich gesagt, ich war eine Geisel, was hätte ich tun sollen? Und er hat alle Namen genannt, alle, bis auf meinen. Bis auf meinen Namen. Ja, so ist das. Wir brauchen das Schmerzmittel noch. Ja. Aber wieso hat Chris das denn nicht? Kopfschmerzen. Was? Also überhaupt Schmerzen. Ich weiß auch nicht, warum soll der Eggman jetzt nicht weiterfliegen? So. Ja, genau. Ich hab doch schon gesagt, ich würde mich am liebsten selber erschießen. Ja, wenigstens eins Positives hat das ja, das ist gleich hell, wenn wir da sind. Reicht. Jetzt. Ja, du gehst auf der Stelle. Ja, ich glaube, er wird ohnmächtig. Ja. Ohnmächtig. Hallo, oder? Oh, er ist wieder da. Ja. Die. Ja. Cool, oder? Wie oft kann man denn den Button drücken? Ist es egal? Oder kriegt man die irgendwann nicht? Nee. Jo, gute Nacht, schlaf gut. Da fliegt was. Man sieht sich. Mann. Wie oft kann man die Scheiße rufen hier? So oft, wie man will? Würde ich nicht tun. Wirkt eh nur einmal. Ey, ich hab's schon zweimal gedrückt. Aber die sind ja nur mittlerweile nicht weit weg. Der wartet auf uns, wir holen den gleich wieder ab, dass es weitergehen kann, aber wir können hier nicht, weil unser Helikopter keinen Sprit mehr hat. Boah, die sind schon kurz. Gestern hatte ich noch einen Benzinkanister bei mir, heute nicht. Super. Ist
doch nichts in der Nähe, wir sind am Arsch der Welt. Das klappt heute nicht mehr. Essen. Ich hab nichts mehr zu fressen dabei. Ist nicht dein Ernst. Hallo, ich habe jetzt seit gestern... Ja, mache ich, auf alle Fälle. Ich hab schon 2 Stück gegessen, das dauert ja alles ein bisschen länger wie geplant, ne? Tja. Leider Gottes. Hier. Ich hab auch von Loni was gekriegt. Ich hab nichts gekriegt. Egal. Ey, ich glaube, die kommen nicht. Hier, drück mal ein anderer nochmal ruf. Ich hab schon gedrückt. Ich hab schon drauf. Dass das auch keine Sau hier interessiert. Echt. Also. Das kommt der ADC ja nicht immer sofort. Ich hab auch schon mal. Also. Wir sind am Arsch der Welt. Ja, aber die haben ja auch Helikopter, ne? Habt ihr Koordinaten durch, ja, oder? Du brauchst einfach ja, nur den Heli drücken. Sind ja 4 Stück da oder so, oder 5. Ne, die brauchen trotzdem ewig. Je nachdem, was sie zu tun haben. Ja, ja, das wird angezeigt auf der Karte. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, wie gesagt. Stehen wir hier und singen. Da oben kommen fette Ingen. Da unten fliegt ein Geier. Der will mir an die Eier. Da unten kriecht ein Wurm. Ja, und ich stehe hier, und warte eigentlich nur noch drauf, dass mich endlich jemand erschießt. Also, du wärst nicht erschossen. Ja, oder dass ich vom Heli springen muss oder was auch immer ihr vorhabt. Aber auf jeden Fall werde ich es nicht überleben. Jedenfalls habe ich momentan so das Gefühl. Ach, das ist schlecht. Das? Naja. Ihr sagt ja, ich habe Verrat begangen. Habe ich das? Habe ich das wirklich? Ja, dein Mann hat Verrat begangen, also müssen wir, wie gesagt, Exempel statuieren. Mein Mann hat Verrat begangen, genau, mein Mann, nicht ich. Leider ist es so. Nicht ich. Alter, wo sind meine Kontaktlinsen? Immer. Wo ist denn der ADAC-Button hier? Du musst an den LKW, an den Hubschrauber gehen, Windows darfst du drücken. Windows-Muskel meinst du? Den W-Muskel? Mal so eine ganz theoretische Frage. Ja. Was müsste ich tun? Damit du leben damit kannst? Damit ich, ja. Wir brauchen alle Rebellenlizenzen. Antwort genug? Ja, ich habe eine. Also ja, wir sind nur noch 3 oder so, die eine brauchen. Das wird ja richtig dunkel jetzt. Naja, ich habe Zeit. Das ist kein Problem, dir euch zu besorgen. Frage ist, ob du das Geld dafür jetzt hast. Jetzt? Oh. Nein. Leider nicht. Wenn ich das Geld hätte, dann hätte ich es direkt gegeben. Alter, das ist ja richtig dunkel jetzt hier. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Tut mir gerade voll leid. Ey, das Krasse ist,
Na, hier ist auch kein Licht. Ja, ich sehe nur die Frau Salamanca, weil sie so einen hellen Körper hat, ja? Den Rest sehe ich nicht wirklich. Die leuchtet. Ich hab die leuchtet sie richtig, gehört. Ja. Ja, seht ihr mal, ich bin das Licht im Dunkeln. Ah. Wie hast du den ADAC bestochen? Hat. Nein, ich meine das jetzt in vollem Ernst. Was muss ich tun, damit ihr mir glaubt? Soll ich jetzt wieder Rebellenlizenzen erwähnen oder was? Die Rebellenlizenzen sind kein Problem, die kriege ich hin. Ja, jetzt gleich, immer noch. Immer noch, so viel Geld habe ich momentan nicht. Ja, also ist die Frage beantwortet. Hätte ich diskutiert. Ist ja. So. Weil das Ding ist, ich habe keinen verraten und ich würde es auch weiterhin nicht tun. Du hast einen Mexikaner geheiratet, du hast selber Schuld. Woher soll ich wissen, dass mein Mann zu sowas fähig ist? Wie gesagt, 6 verfluchte, beschissene Monate hat er mich allein gelassen, ohne zu sagen, mir geht's gut, ich bin noch da. Ich lebe noch, hallo? Bleib dann bei seiner Freundin. Hör zu, ich rede jetzt. Hallo, bestimmt netter hier. Ich rede jetzt. Dann melde ich mich bei ihm, weil ich sehe, er kommt, er ist wieder da. Was schreibt er mir? Nein, nicht jetzt, Schatz, hab geschäftlich zu tun. Will er mich verarschen? Er meldet sich. Und dann stehe ich als Geisel auf der Bank mit den Clowns. Mit der, sag ich mal, Familie. Und hab mich sofort wohlgefühlt. Dann denke ich mir abends, machst eine Runde, fährst eine Runde mit deinem LKW los. Bin zu meinem Haus. Bin dahin, dorthin, bin wieder zu meinem Haus. Und auf einmal stehen die Cops vor meiner Tür. Und durchsuchen mein Haus. Weil mein Mann, festgenommen ist. Frau Jackson, komm in. Und richtig in der Scheiße steckt. Oh, schön, Ihre Stimme zu hören. Oh, Frau Jackson, wir müssen mal kurz abbrechen. Hallo, wir sind etwas weit entfernt, aber ich beeile mich, ja, dass ich schnellstmöglich bei Ihnen sein werde. Sie brauchen... Ich kann lesen, ja. Aber... Mir ist das egal mit FBI und so ein Scheiß. Ich bin gut organisiert. Ja, und ich würde Ihnen gerne auch nachher noch eine kleine Geschichte erzählen. Sie haben mich jetzt ziemlich lange warten lassen, beziehungsweise die ganze Polizei hat mich warten lassen. Jetzt müssen Sie etwas Geduld beweisen. Bleiben Sie einfach in der Nähe vom Lakeside Haku. Und ich würde mich dann gegebenenfalls in naher Zukunft bei Ihnen melden. Meinen Geiseln geht's immer gut. Es sind gestern alle lebend rausgekommen. Und immer wenn man das macht, was ich sage, ja, dann ist alles gut. Tut mir das wie, nicht. Wie meinst du das, Steini? Wissen, wie das Spiel läuft. Ein Mensch haben sie ja schon umgebracht. Kroger. Oh. Ja. Leute, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ich bin kurz abwesend. Schade. Herr Kroker. Ja, sie weiß ja meinen Namen. Ich brauche jetzt diesen verfuckten ADAC hier. Das kann doch nicht sein, ey. Ich schreibe jetzt den ADAC an. Das kann nicht sein. Ich warte ja schon eine halbe Stunde hier. Ich hatte damals einen Namen, ey. Scheiße. Was haben die, ein L oder was haben die einen Vornamen hier? Ne? Ist der denn noch? Ich bin gerade die Zettel am Kommen. Ne? Irgendjemand sagte, man kann ihn noch direkt anschreiben. Ah. Was, ein I haben die? Da. I für IPD. Ah, ja, klar. Sind auch nur 2 im Dienst, soweit ich das mitgekriegt habe. Einmal Nikolas und einmal Michael. Also Frau Salamanca, ich glaube, Sie müssen mal ins Solarium gehen. Sie sind ganz schön weiß. Gerade abwesend.
So. Also wieder. Bin wieder anwesend. War eine Sache. Ja. Ich würde gerne noch wissen. Ich würde in ein Solarium gehen. Sogar schon weiß im Gesicht. Ja, ich leuchte immer in der Nacht. Ich bin der hellste Stern am Horizont. Oha. Aber warum hast du denn Mexikaner geheiratet? Komischerweise hat der Mexikaner zu seiner Frau Eier. Weil ich ihn geliebt habe. Habe? Oh, oh, oh. Und eigentlich immer noch tue. Ja, aber wie gesagt, er hat Familie verraten. Du hast noch Single. Sieht er nicht hübsch aus mit seiner Maske? Ja, ne? Er braucht keine Liebe, sonst kann er sich nicht konzentrieren. Ich werde jetzt nochmal kurz hier am Baum gehen hier oder irgendwo mal ein bisschen hinpinkeln, kurz. ADAC ist geschrieben, Tuko ist geschrieben und Frau Zinn ist auch beruhigt. Oh, super. Wie gesagt, habe. Jedenfalls ist mein Bruder noch Single da. Du hast immer noch im Herzen, ja. Wie gesagt, ich habe mein Eid geschworen und ich habe ihn auch nicht gebrochen. Ja, aber leider haben wir unseren Eid. Und leider wird das Notwendige geschehen, was geschehen muss. Ganz einfach. Ja, aber dann wisst ihr ganz genau, was ihr tun müsst. Ja, wir wissen, was wir tun müssen. Der Plan ist da und er wird gleich umgesetzt. War schade, so eine hübsche junge Frau hier, aber was soll man machen? Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wenn Sie es vereinbaren können, mit Ihrem Gewissen. Seit wann sind wir denn bei Sie? Würde mich jetzt mal interessieren. Na, Sie haben damit angefangen. Hab ich gar nicht. Na doch. Ich glaube, das waren ein paar zu viel Schläge auf den Kopf. Naja, die Schmerzen werden stärker. Kein Problem, bald sind die Schmerzen weg. Und das habe ich nur alles meinem Mann zu verdanken. Innerhalb von Sekunden werden die Schmerzen erledigt sein. Und das habe ich alles nur meinem Mann zu verdanken. Außer natürlich, Rocky möchte noch ein paar Finger abschneiden. Das kann natürlich auch passieren. Heute reicht's. Heute reicht's. Waren heute genug, ja? Ja. Aber es wird schon wieder hell langsam. 4.13 Uhr. Naja. Ja, was naja? Ich weiß auch nicht. Lass raus, was du sagen möchtest. Ich bringe ihn um. Auch so, ne. Ja, das macht ihr für mich. Hast du noch ein Punktgerät? Ich? Nein. Ich hab noch eins. Ich musste meins ablegen. Er liegt auf dem Boden. Auch unter mir. Ja, der ADAC kommt nicht, wa? Ich glaube auch nicht. Ich guck mal gerade, ob die geschrieben haben. Aber war ja nicht. Jetzt sind wir von der nächsten Stadt entfernt, wo man Sprit kaufen kann, ey. Du kommt mit dem Kanister. Und er? Ja. Anders ist eine Scheiße. Ich wollte gerade gucken, ob ihn erschrieben hat. Ich würde nochmal mit Frau Jackson telefonieren, wollte ich gerade sagen. Ja, das mache ich jetzt. Würde ich jetzt machen. Ich möchte aber das. Es ist hell. Du kannst das Nachtsichtgerät wieder ausziehen. Gib mir mal bitte ein Funkgerät. Es liegt auf dem Boden immer noch. Du hast es schon?
Das habe ich hier eben hingelegt, irgendwo. Ich habe kein Funkgerät. Ja, gesagt, ich habe das auf den Boden gelegt. Hast du mein Heli gepackt? Ja, hier ist es. Gut. 110.0. Erst reden natürlich, wenn aufgefordert wird. Schlacht, ist der da? Ja, der ist da. Eingelegt oder was? Okay! Gut. Gut. Schlachtruf könnt ihr noch, wa? Ehrlich? Gut. Warte mal, was er eingestellt hat hier. Er hat mich mal ein bisschen mit dir unterhalten lassen. Das geht immer weg. Feststelltaste wegmachen. Richtig, und dann 110.0, ja. Geht automatisch auf 110 um. Ja, aber du musst trotzdem das eintippen vorher. Dann nicht. Das Punkt 0 geht immer weg, hein? Weiß nicht warum. Das ist richtig. Die ist gedrückt. Punkt 0 braucht man nicht, hab ich auch nicht. Und geht das? Alter, ich glaube, ich werde sterben. Scheiße. Eingestellt? Ja. Gut. Ich denke schon. Frau Jackson. Ja, bitte. Hallo, Frau Jackson. Guten Tag. Ich möchte mich etwas mit Ihnen unterhalten, auch wenn die, ja, wenn der Funken nicht so toll ist. Aber er wird bald besser. Ich verspreche es Ihnen. Wir könnten auch uns treffen. Persönlich. Wir hatten erst gestern das Vergnügen. Wie war eigentlich das Gefühl? Schade. Da war noch ein bisschen die Scheibe dazwischen. Da guckt einmal kurz mal die Tür auch auf. Wissen Sie? Was soll ich sagen? Ganz normal? Ja, sie haben gut gerochen. Zum Glück war eine Scheibe dazwischen, sonst hätte sie wahrscheinlich geküsst. Der letzte Mal den Anblick der Sonne genießen? Ich kriege immer das, was ich will. Vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Naja, ich habe aber meine starke Gruppe hinter mir. Könnt ihr mal Tuku die Position durchgeben? Jo. Koordinatenmäßig oder so? Hey Mann, deine Augen. Hab ich gehört. Bitte wiederholen. Ich habe aber eine starke Gruppe hinter mir. Das hat auch gestern nicht geholfen. Ich habe trotzdem alles bekommen, was ich wollte. Warten Sie ab. Sie kennen mich nicht richtig. Noch nicht. Frau Jackson. Wie soll ich das sagen? Es hat mich jemand verpfiffen. Es hat uns jemand verpfiffen. Das wissen Sie mittlerweile auch. Wer ist die undichte Stelle bei Ihnen? Ja, wer ist die undichte Stelle? Vielleicht weiß ich es. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verraten Sie mir es auch. Sie wissen ja nicht, wen ich in der Hand habe. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Sie können es mir schon verraten, dann bleibt erstmal eine hier liegen. Also quasi nicht hier liegen, sondern alle beiden Personen bleiben hier schön. Na, Sie wissen schon, gesund. Und wenn Sie es mir nicht verraten... Ich weiß es leider nicht, wer der Maulwurf ist. Da habt ihr es. Der Maulwurf. Also ich weiß jetzt schon mal, dass Sie es genau wissen, denn Sie haben gesagt, der Maulwurf. Ja, das liegt daran, weil wir nicht so viele Frauen haben, Herr Krömer. Oder Krömer oder Benson. Sie wissen schon. Kroker. Kroker. Okay, ganz Kroker. Ganz einfach. Aber Sie können mich ruhig Benson nennen. Ich verhungere gleich. Nett. Zoe. Frau Jackson. Für mich Zoe. Klingt cooler. Könnt ihr den Schlachtruf machen? Wo sind Sie? Bereit.
Hören Sie genau hin. Clowns, was ist euer Handwerk? Sie können sehr gut lachen, Sie und Ihre Clowns. Ja, ich weiß. Weil Sie nicht wissen, wo ich bin, ich aber weiß, wo Sie sind und ich Sie auch gleich sehen werde. Und was mache ich gerade? Ich habe gerade gesagt, ich werde Sie gleich sehen. Hat jemand mal was zu trinken, bitte? Ja, warte, Christoph. Wo sind Sie? Weit weg. Frau Jackson, ich will Ihnen ein bisschen was erzählen. Ich werde wahrscheinlich voraussichtlich... Moment. Sie hat mich unterbrochen. Haben wir, oder? Okay, jetzt können Sie. Mach mal den Namen nochmal von uns. Ja. Jetzt haben Sie mich rausgebracht, aber ich hätte gerne den Namen. Wer sind denn alles die Clowns? Das weiß ich nicht. Ich kenne nur Ihren Namen und ich glaube, Sie haben auch noch einen Bruder mit dem gleichen Nachnamen, mit Crooker. Könnte sein. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht so. Sie lügt. 5, 6 Personen. Oh, Sie wissen recht viel. Tja. Es ist eine Großfahndung auf die Clowns ausgeschrieben. Und das Sie bekommen. Sie bekommen eine Belohnung in Höhe von 2,5 Millionen, soweit weiß ich das mittlerweile auch schon. Und Sie wissen mit Sicherheit, wie alle heißen. Wie alle heißen? Ich könnte gucken auf der Fahndungsliste. Moment. Jetzt hören Sie genau zu. Gucken wir mal, ob die Honey auch drauf steht. Wahrscheinlich nicht. Mal sehen. Was machen die Schmerzen? Haben noch nicht aufgehört. Tut noch weh. Ich hab die gleich auf. Koordinaten habe ich jetzt ermittelt. Ja. Tja, was soll ich sagen? Was steht da? Die Clowns. Young Punkt. Willkommen. Von Ihnen. Danke für den Follow. Ja, er war nicht schlecht, der Jack Daniels, der uns sehr lange verhört hat, aber er hatte kein Beweismittel. Bis dann jemand uns verpfiffen hat. Das ist ja, das Problem. So ist das Leben, Crooker. Aber ich habe immer einen Plan, Sie wissen das. Ja, sind wir, aber ich kann nicht sagen, gut bin. Geben, weil er wird das nie finden mit 0407. Nördlicher Richtung von uns. Wir sind 04. Bitte, was sagten Sie? Auf der linken Seite 07 auf der oberen Karte, wenn er das. Nein, ich kann dir das aber nicht erklären. Weil er muss links 04, oben 07 auf der Karte. Kann er das? Geht's leiser sprechen? Also, Frau Jackson, Sie werden heute eine Überraschung von mir bekommen. Und Sie werden auch eine Botschaft von mir bekommen. Und ich denke mal, es wird Sie freuen, dass Sie von mir eine Botschaft bekommen. Eine sehr nette Geste auch von mir. Wissen Sie? Ich habe Menschen, die ihr Leben, beziehungsweise wo mir das Leben völlig egal ist. Es kann natürlich sein, dass sie es überleben, ich weiß es nicht. Ich hoffe aber insgeheim, dass sie es nicht schaffen. Eventuell. Es sei denn, man kann irgendwelche kleinen Deals machen. Damit. Lassen Sie die Geister in Ruhe. Das sowieso. Sie wissen nicht. Wir haben nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie die doch frei. Woher wollen Sie wissen, ob Sie nichts damit zu tun haben? Wie heißen die Geiseln? Wie heißen die Geiseln? Verrate ich das jetzt schon? Nein, noch nicht. Es wäre noch etwas zu früh. Ich wollte Ihnen eigentlich weiter erzählen, was ich dann mache. Ich werde mich heute noch aus Lakeside verkrümeln. Und wir, ja, mein Freund. Wir werden uns verkrümeln und Sie werden uns nie wiederfinden. Gar nicht. Jetzt wollen
sollen sie sich einfach feige verpissen aus dem Land. Wissen Sie, wie viele Chancen habe ich denn jetzt noch? Oder wir? Tja, Sie können jederzeit mit der Polizei reden. Und dann? Komm, wird das wahrscheinlich Strafmildernd für Sie sein. Wir haben Mord auf der Kappe, wir haben Diebstahl auf der Kappe, wir haben Entführung auf der Kappe, wir haben Quälerei und Folterung auf der Kappe. Übrigens, das war nicht der erste Mord. Wir haben nicht bloß einen Mord begangen, wir haben mehrere Morde begangen. Ich weiß gar nicht, wie viele waren es. Weiß ich nicht mehr. So viel kann ich gar nicht mehr zählen. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass da eine Strafminderung bei den Clowns ankommt? Ich glaube null. Aber lassen Sie die Geisel noch einfach gehen und kommen Sie zu uns. Wir kommen zu Ihnen. Wir kommen zu Ihnen. Keine Sorge, wir sind bald da. Die werden... Ich glaube, da wimmelt es gleich alles von komplett. Das Flakes haben wir abgeriegelt. Ja. Da wird eine Bombenstimmung herrschen. Super. Frau Jackson, Sie sollten im Übrigen, das ist ein kleiner Tipp, eventuell Häuser absuchen. Vielleicht. Vielleicht aber auch kleine Häuser. Vielleicht finden Sie was. Wie kleine Häuser? Wo? Wo sind Sie? Im Lakeside? Lakeside Haku, ja. Ich weiß. Ich habe gesagt, Sie sollten vielleicht mal was durchsuchen gehen. Nur mal so als Tipp. Soll ich unter der Brücke kommen, wo die ganzen Einwanderer gekommen sind? Das ist mir egal. Ich habe Ihnen gerade einen Tipp gegeben. Sie sollen mal die Hochhäuser oder kleine Häuser untersuchen. Vielleicht finden Sie was. Also noch mehr kann ich Ihnen nicht verraten, sonst funktioniert unser Spiel nicht. Okay, ich werde mich jetzt auf den Weg machen und das auch tun. Sie soll da bleiben, soll okay. Die schicken da. Die hat zu. Ja, ich kann sie dann immer noch sehen. Wahrscheinlich auch alleine machen, ist das richtig? Machen Sie, wie Sie denken. Sie können auch das ganze FBI mitnehmen. Umso mehr, umso besser. Und wie weit ist denn Tuko? Schere vielleicht Stelle. Aber wo verkehrt? Ups. Mann, hast du noch was zu essen jetzt oder nicht? Ja, ich hab nur noch trinken. Eismann. Meiner stöhnt den ganzen Tag hier. Weißt du immer, wie weit Tuko ist? Ey, wie weit ist Tuko? Was ist das für eine Bewegung? Wie weit ist Tuko? Ey, nee, der redet nicht, der Eierkopf. Boah, ich weiß nicht, kommst du mit dem Auto oder wie? Er funkt mit ihm. Ja, wir sind bei diesem. Ja, Freunde. Rechts das Kästchen daneben und dann eins drunter. Da mitten in der Grünfläche, wo dann diese grauen Flecken sind. Okay, wenn ich was höre, funke ich dich an. Alles klar, jetzt 1,7 Kilometer entfernt, er ist gleich hier. Gut. Schauen wir, was der noch heute. Ich nehme mal was Schönes von uns. Was? Denk dran, du kannst dir ruhig gerne gleich noch die ganzen Identitäten raten und sowas. Irgendwas, lass dir mal einfallen. Du kannst ja auch mit ihr reden. Ich will nicht mit ihr reden, das ist deine Perle. Genau. Ich bin verheiratet und hab 3 Kinder, vergesst das nicht. Ah. Super. Ich war verheiratet. Ja, Single. Was hältst du davon, Benson? Ich? Nein. Ich darf keine Lücke in mein Leben. Ich bleibe über. Ernie, ja. Ich als Bruder, ne? Hier, der ist Single. Der ist eigentlich ganz in Ordnung. Manchmal. Nein. Ich bin raus aus dem Alter. Ich bin viel zu alt. Hätte ich vielleicht vorher wissen sollen, wa?
Ja, vielleicht. Auch. Bevor mich mein Mann dieses Scheißlager gebracht hat. Ich würde mir Gedanken machen. Ja, Mexikaner und so vorher. Hm? Ja. Die Liebe macht blind. Die Kopfscheiße war schon groß genug. Aber die Scheiße ist noch viel schlimmer. Vor allem, weil... Ich sag's nochmal, ich hab keinen Verrat begangen. Fräulein Jackson! Funken kannst du ja mit ihm, ne? Ja. Mir will sie nicht reden. Ja, hallo. Wissen Sie denn auch, wer jetzt hier ist? Nein. Sagen Sie mal Ihren Namen. Wieso soll ich meinen Namen sagen? Also, Sie haben mich ja vorhin schon fast erwähnt, eigentlich. Sie haben mich ja vorhin eigentlich schon fast erwähnt, wo Sie mit jemandem gesprochen haben, mit dem Benson. Ich verstehe Sie nicht hundertprozentig, weil wir wahrscheinlich außerhalb der Funkkreis sind. Das ist ganz einfach, dann fahren Sie doch einfach zum HQ zurück in Lakeside und lassen Sie Ihre Azubi suchen. Fahren Sie zurück zum HQ in Lakeside und lassen Sie Ihre Azubi suchen. Toko, komm. Das ist doch erst, dass ich da die Häuser gucke. Und jetzt sollen die Azubis auch suchen? Es wurde nie gesagt, dass Sie die Häuser durchsuchen sollen. Es wurde nur gesagt, es sollen die Häuser mal durchsucht werden. Sobald Sie wieder im HQ sind, melden Sie sich bitte. Und ich muss dann mal kurz mit Ihnen reden. Ja. Ja, wie ja? Schmerzen? Ich bin ja kein Weichei, aber Schmerzen. Ja, es ist gleich vorbei. Ist kein Problem, sobald der Benzinkanister hier ist. Sind die Schmerzen weg. Ich will aber nicht, dass es vorbei ist. Gut, ich fahre dann jetzt wieder zum Akku, ja? Ich hänge an meinem Leben, im Gegensatz zu meinem Mann. Hat es mit dem Mann? Ich sagte, ich hänge an meinem Leben, im Gegensatz zu meinem Mann. Ja, wie ich schon ungefähr 37 Mal an diesem Tage und an der Nacht erwähnt habe, ne, mitgehangen, mitgefangen, ist einfach so. Wir haben diesen Verräter... Du hast diesen Verräter geheiratet, also, ne? Selber schuld. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Richtig. Ich sag's auch nochmal, hätte ich eine Waffe gehabt, ich hätte ihn erschossen. Und jetzt aber auch nicht weiter. Mann. So viel zum ADAC. Fräulein Jackson, wie weit sind Sie denn mittlerweile? Ich bin jetzt wieder da. Können Sie mich denn jetzt besser aufnehmen? Ja. Oh, scheiße. Ja gut, da wir ja schon fast Familie sind, also ich muss dir jetzt mal sagen, Zoe, also mein Bruder steht ja total auf dich, ne? Wer sind Sie? Sind Sie Herr Trucker? Der andere Trucker? Haben Sie wohl richtig gesehen? Das sind Cops. Nutzer zu eurer Information. Okay. Scheiße. Das sind die Cops. Antags, Alter. Sie ordern sofort alle Polizisten, die in der Luft sind, zurück zum Hauptquartier, ansonsten werden die Geiseln sterben. Alles klar. Sehe ich eine Fußstreife in meiner Nähe, wird eine Geisel sterben. Und Sie wissen, wie das funktioniert. Es wird nicht nur eine sterben, es werden alle sterben. Alles klar, ich gebe so weiter. Geben Sie mir Zeit. Sie kriegen die Zeit, solange hier kein Kopf steht.
Shit. So. Rocky! Da kommen sie. Der kommt doch mit dem Auto, ne? Ich glaube das nicht. Jetzt müssen sie Gas geben. Okay, Gas, Gas, die Cops sind hier. Was? Ja, schnell betanken. Ganz schnell tanken und Gas geben. Ja. Fliegst du? Soll ich fliegen? Du fliegst? Du fliegst eben, Mann. Ja, flieg mal. Ihr könnt euch schon mal reinsetzen. Einer sitzt links, einer sitzt rechts von den Geiseln. Ja. Ah, ich muss noch die... Mein Gott, jetzt lädt das wieder nicht. Hugo, vergesst die Maske nicht aufzusetzen da. Ja, der muss da erstmal Emmentaler da. Sehr gut. Können wir natürlich nicht lange mit dem fliegen, ne? Vier Stück. Hauptsache, ja, das vier Stück hat er mit. Das dauert aber. Können wir das gleichzeitig machen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. So ein bisschen das Gefühl. Bin gleich wieder, ich hol mir mal kurz was zu trinken. Ja. Das Gefühl, dass sie von oben gleich kommen. Ja, ja. Scheiße hier. Da haben sie uns echt gefunden, ne? Was ist? Sollen wir das jetzt weitermachen? So, wie folgt jetzt laufen. Ich werde jetzt gleich mit den Geiseln kommen. Und wir werden uns kurz dann nochmal unterhalten. Ich gehe davon aus, dass die Polizisten, die sämtlich in der Luft sind oder auf dem Boden, im Umkreis von 1 Kilometer keine Sichtweite zu mir haben. Sollte ich jetzt einen Polizisten sehen, wird hier jemand sterben. Und den können sie dann gerne hier von abkratzen vom Boden. Verstanden? Dann erzähl ihr nachher bloß noch, dass ihr das nicht von Höhe. Kleiner Vorschlag von mir. Wir treffen uns woanders. Weil hier geht's schlecht. Weil hier ist nun mal das Hauptquartier. Das ist kein Problem für mich. Ich habe alles im Griff. Und wenn ich sage, Polizei Hauptquartier, dann sind sie in sicheren Händen und ich bin sicher. Ja, aber es stehen hier ganz viele Einheiten. Alles vollkommen okay. Denken Sie, ich bin doof? Dauert nicht mehr lange, sonst kommen wir. Das ist unmöglich. Hier sind auch laufende Ermittlungen angange. Wir können uns woanders treffen. Es ist möglich. Zum Beispiel. Kartstrecke. Ist ja nur. Jetzt diskutieren Sie nicht mit meinem Bruder. Wenn er sagt, wir kommen jetzt gleich dahin, dann kommen wir gleich dahin. Wir treffen uns beim Monster Truck. Nein, im Polizeihaku in Lakeside. Ich werde langsam ungeduldig. Geben Sie mal Ihren Bruder. Mit dem kann man besser verhandeln. Ihr werdet nicht verhandelt. Das ist jetzt vorbei mit Verhandeln. Bist du noch da? Bist du hier? Ja. Gib bitte mal eine Mitteilung mit, dass es ernst ist. Dass du eine Geisel bist, wie auch immer. Was einfallen. Warte, ich spreche kurz mit ihr. Frau Jackson. Damit Sie mitbekommen, dass ich es ernst meine, wird jetzt eben eine Geisel zu Ihnen sprechen. Sie nennt sich Honey Salamanca, ist die Frau von Tuku Salamanca. Okay. Sie wissen, wer ich bin? Sie wissen, wer ich bin? Ich würde tun, was die Herren sagen, denn die Sache hier ist sehr brenzlig. Ich denke, es sollte erstmal soweit reichen, damit sie auch... Ich habe ihnen einen kleinen Bonbon gerade gegeben, ja? Noch sollten sie eigentlich gar nicht mit ihnen reden. Aber ich habe ein bisschen Gefühl, dass wir hier etwas beobachtet werden. Wie auch immer. Gut, ich würde sagen, in circa 2 bis 3 Minuten dürfen wir dann da sein. Ja. Und sie brauchen starke Nerven. Die habe ich sowieso. Hugo, wie sieht's aus? Das ist der Kanister. Meint der, wir kommen hier weg? Ah, wir haben einen Special Pilot, der kriegt das hin. Ja, erst Heli starten und dann Y drücken, dass er unten bleibt. Dann kannst du ihn hochholen.
sonst rutscht der runter. Jo. Gehst du hin? Jo. So, wir gehen auf die heiße Phase zu, Männers. Schmeiß an das Ding. Findest du? War nur rede mit ihr. Ja. Ich muss kurz leiser machen. Erzähle die Geschichte. Welche Geschichte soll ich erzählen? Worüber wir vorhin geredet haben. Alter, ich hab doch schon alles erzählt, glaube ich. Trotzdem. Mach mal, gib mal ein Stichwort nochmal, dann fällt's mir wieder ein. Weiß ich nicht mehr, alles. Ab zu Maku, jetzt erzähl, rede mit ihr. Los. Frau Jackson, ich befinde mich in einem Hubschrauber, sehr weit, weit oben. Und diese beiden Geiseln befinden sich auch derzeit bei mir in meinem Helikopter. Können Sie mich soweit verstehen? Ja, das ist richtig. Ich stehe vor dem Haku auf dem Parkplatz. Ist auch völlig okay. Am besten, mir wäre es am liebsten, wenn die ganze Welt hier drauf gucken würde, wenn die ganze Polizei drauf gucken würde. Sie richten bitte den Jack Daniels aus. Wir haben eigentlich Verbot aus Lakeside, aber wir haben Fluchtmöglichkeiten bekommen, dass wir aus Lakeside flüchten können. Und das via einen Hubschrauber. Total witzig. Wir werden jetzt über dieses Polizeiakku fliegen. Auf einer ziemlich gewissen Höhe. Und Sie sollten jetzt nicht schießen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Für Sie. Für Ihre Karriere, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie nicht mehr beim FBI sind. Warum eigentlich nicht? Schießen uns gleich ab. 500 Meter. Warum ich mehr in FBI bin? Ja. Einmal Sheriff, immer Sheriff. Verstanden? Ja. Frau... Hier sind die Kronzeugen. Frau Zoe Jackson. Ich weiß, wer mich verraten hat. Wer uns verraten hat. Und wir dulden keine Verräter. Und Sie bekommen höchstpersönlich die Kronzeugen vor die Augen. Sind wir soweit? Oder pass die Höhe? Ja. Er sucht mitten im Akku zu landen. Okay. Adi, es tut mir leid. Also die wissen, es wer der Maurer von uns ist. Abmarsch! Und euch Pisser, sich in der Hölle, ihr Wichser. Ich wünsche euch viel Spaß mit den verfuckten Scheißern. Ich will nicht springen. Honey, spring runter, Hartmann! Los jetzt! Hey, hey, hey! Und weg, lassen und weg, Sie die Geisel! Die springen ja, nicht! Ja, das war's. Sie sind schon unten. Gucken Sie genau hin, was passiert. Wir sind weg! Tja. Das war's! Wie geil. Das war's. Ja. Hammergeil. Ja. Gott, was ist für ein komisches Ding? Ja. Leb wohl. Ah, wo bist du denn gelandet? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo auf der Straße. Shit, ja, ich hab das Haku ganz knapp verfehlt. Ja, auf alle Fälle. Erzähl mir keinen Schwachsinn hier. Also, ich bin tot. Auf Wiedersehen. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin, aber guck mal hier. Ich bin eine Biene. Ich bin ein Ich hab so komisches Ding irgendwie außenrum so verschwommen. Ja, hart den Schleier. Wir sind echt Geister. Echt? Ja, sicher. Hammergeil. Ich hab das auch. Ich bin ein Geist. Hallo. Ich Hallo. Bin ein Geist. Hallo. Können Sie uns hören? Denke mal nicht, wir sind Geister. Juhu! Leute, wie geil ist das denn? G-
gehen. Hallo? Der kann uns echt nicht hören. Er sieht uns nicht, wa? Er sieht uns nicht. Wir sind echt Geister. Geist, ja. Seht ihr uns? Zeig mal noch einen Ausweis. Nein, wir haben keinen Ausweis. Wir haben keinen Ausweis. Ich. Dann weiß ich nächstes Mal, wenn ich euch überfalle, damit ich euch platt machen kann. Sieht er uns echt jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber ich hab so einen komischen Schleier im Kopf. Jetzt ist er weg. Oder nein, ist noch da. Sind wir jetzt tot oder nicht? Wir sind tot. Wirklich? Ein bisschen tot. Ich brauche hier einen neuen Namen. Richtig geil. Das mache ich auf jeden Fall als Highlight. Ich bin ein Geist. Komm, wir gehen mal zum Haku. Nein, dürfen wir nicht. Wir sind ja gestorben. Aber wir sind Geister. Wir dürfen alles. Normalerweise sehen die uns nicht. Ja, komm. Oder? Ah, nee, lass lieber, oder? Nein, wir dürfen nicht. Besser ist. Lauf mal noch eine Runde. Lauf mal noch eine Runde als Geister durch die Gegend, weil du hast mich in die Scheißlage gebracht und dafür wirst du nochmal sterben, glaub's mir. Und übrigens, Ex-Mann. Nein, wir sind immer noch besiegelt. Ja. Auch im Tode. Bald nicht mehr. Ah nee, bis der Tod uns scheidet, ne? Ja, das war's wohl. Ja, der Tod hat uns geschieden. Ja, hab ich was zu tun. Ah ja, ich werde auch mal hier die Geisterwelt verlassen. Ich werde die Geisterwelt verlassen und in der Teamspeak-App werde ich auftauchen. Bis gleich. Ich soll dir jo, gleich bis gleich. Tschüss. Hä? Kommst du gleich? Ja, ich komm gleich. Sehr gut. So, Leute. Ich finde, das ist ein gutes Ende für den Stream heute Abend. Und wie es natürlich weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal, was passiert. Weil das Ende war das sicherlich noch nicht. Schaut euch überhaupt niemand zu. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken, fürs Reinschauen. Danke für die ganzen Follows. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen streame ich auch wieder. Ich werde euch, wie ich es jeden Abend mache oder immer mache, wenn ich aufhöre zu streamen, natürlich noch zu jemanden schicken. Ich schaue gerade mal, wer alles da ist. Wen haben wir denn da alles? Noch ein bisschen armer weiterhin? Denn ich schicke euch rüber zum lieben Alfgo. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut's rein und viel, viel Spaß bei Alf.